Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tränenfieber hier bei Heisenberg Zockt. Hier haben wir unseren schönen Tränenfieber-Zug. Ja, der hält gerade. Der war vorhin noch hier hinten bei unserem alten Güterbahnhof, aber leider haben wir jetzt verpasst zu gucken, wie schnell der hier ist. Aber ich schätze mal, 160 müsst ihr drauf haben. Jetzt, was machen wir mit unserem neuen Güterbahnhof? Ich habe da eine Idee. Und zwar, wir holen hier hinten das Öl, hier bei diesem alten Ding hier, fahren mit langsamen Loks, so wie ich mir das vorgestellt habe und gesagt habe, hier hin, liefern das Öl hier ab und nehmen die Güter hier wieder mit. Das gibt dann aber folgendes Problem. Wenn hier die Flughafenzüge durch sollen mit möglichst viel Tempo, dann stehen wir mit unseren Güterzügen natürlich dauernd im Weg hier im Bahnhof. Ja, das heißt ganz einfach, dieser Bahnhof wird wahrscheinlich nochmal wegkommen und wir machen einen fünfgleisigen. Oh, Moment, jetzt kommt aber hier hinten ein Zug. Den nehmen wir mal hier rauf. Das müsste der TEE sein. Das ist sowieso, glaube ich, der langsamste der Garde. Also der wird hier sowieso nichts verlieren. Das sieht man hier, der nimmt sogar Tempo auf. Der fährt mit 140 hier durch. Da bräuchten wir eigentlich einen anderen Zug. Aber ich denke, die verlieren hier tatsächlich nicht viel Tempo. Das sieht sogar rein optisch aus, als hätte der einen Affenzahn drauf. Wow. Okay, gut. Der hat sogar zwei Leute an Bord. Auch schön. Also, ich würde sagen, wir nehmen diesen Bahnhof nochmal weg und machen den fünfspurig. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir die Gleise eigentlich fast 1:1 so wieder hin, da ich den gleichen Bahnhof nehme. Wir testen das mal. Denn dann können wir hier durch mit dem Flughafenzug und machen hier hinten nochmal zwei Extragleise für die Güterzüge, die dann Richtung Flughafen gehen. Wir können dann gucken, ob wir hier in diese Gleise reingehen oder ob wir separate Gleise machen. Ich möchte einfach diese Linie hier nicht allzu sehr stören, wenn es nicht unbedingt sein muss. Der guckt schon so grimmig. Der möchte nicht gestört werden. Ja, verständlich. Also, mal gucken, ob wir den Bahnhof wieder so hinkriegen. Ich muss euch dann noch was zeigen. Heieiei. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal den Bahnhof machen. Das waren 5 Gleise, diese Länge. Und dann wäre es der hier. Okay. Mal hoffnungsvoll drehen und mal gucken, ob das genau gleich ist, oder? Ah, guck mal, bestens. Doch, das ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Das kriegen wir 1:1 so hin. Okay, kaufen wir. Das hat auch nicht viel gekostet. Perfekt. Okay, das ist doch schön, dass das so wirklich gleich passt, direkt. Hier hinten haben wir noch ein übrig gelassenes Gleis. Das werden wir hier ganz kurz noch hier hinziehen. Hier rausziehen und dann machen wir hier einfach ein Depot hin. Einfach der Optik zuliebe, da würde ich jetzt glaube ich dieses Depot wieder nehmen. Gut, sieht einfach auch netter aus. Wir machen hier aber doch noch schnell Strom, da wir dieses Depot, ja, das können wir ja genau gebrauchen, wenn wir hier den Zug kaufen. So, jetzt würde ich sagen, wir machen aber vielleicht dann doch erstmal, machen wir erstmal hier, die Straße fehlt auch noch. Stimmt. Das stand wahrscheinlich sogar in den Kommentaren. Ich weiß es nicht. Ich nehme gerade nochmal auf hier. Die werden wir natürlich auch wieder vervollständigen. Die wollte eigentlich mal hier runter ursprünglich. Gehen wir unten durch oder oben drüber? Wir schauen mal. Was machen wir denn jetzt als erstes? Jetzt haben wir so viel zu tun. Ich würde sagen, damit wir mal wieder einen Zug sehen, neuen, kaufen wir uns erstmal den Zug für diese Strecke. Dann kann der auch schon ein bisschen Vorarbeit leisten und hier ein bisschen Öl holen, bis dann hier die Güterzüge eingreifen. Ja, ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. Das würde heißen, wir machen eine neue Linie. Moment. Es ist so viel zu tun, dass ich hier eins nach dem anderen überspringe. Ich weiß. Aber guckt euch das mal an. Es gibt eine neue Mod. Also eine neue Mod ist gut. Nein. Der Hammer für Schönbauer. Guck mal hier. Dutzende, ja, mehr als Dutzende von solchen Sachen. Kiosk 2, verschiedene Kioske. Okay, wir gehen das jetzt mal ganz in Ruhe schnell durch. Hier zum Beispiel Statuen. Das können wir natürlich alles einbauen. Das werden wir einbauen. Das machen wir aber jetzt nicht jetzt. Jetzt sind wir eigentlich ja hier beschäftigt, wenn ich nicht gerade wieder abgeschweift wäre. Hier haben wir die Tafeln, Autos. Endlos viele Sachen. Guck mal, die Schiffe hatten wir schon, aber hier Telefonzellen. Wir können ja mal, scherzeshalber, stellen wir hier mal eine Telefonzelle hin. Dann sehen wir mal, wie die genau aussieht. Vielleicht brennt sie ja mal oder irgendwas ist los. Ist doch einfach nett. Sowas dann am Bahnhof.
also an einem Personenbahnhof, an einem größeren, da kann man natürlich endlos viel machen. Und ich bin ja noch nicht fertig. Das geht ja hier noch fleißig weiter. Hier, ich weiß jetzt gar nicht, was alles neu ist, ehrlich gesagt. Hatten wir das schon? Das stellen wir auch mal noch hin. Keine Angst, ich werde jetzt hier nicht Schönbau betreiben. Wir haben zu tun, aber wenn ich das jetzt hier schon mal zeige, möchte ich das eigentlich richtig zeigen. So, das sind ganz kleine Details, aber damit kann man natürlich die Landschaft, boah, ja, endlos verschönern. Gibt noch mehr. Zäune, eben, ich weiß jetzt halt nicht genau, was ist hier alles wirklich neu, aber an den kann ich mich zum Beispiel auch nicht erinnern. Dann haben wir hier die ganzen Paletten, Kisten, die hatten wir schon, aber hier unten hat es, glaube ich, auch noch was Neues. Nein, die haben wir noch. Container, die kann man alle freisetzen. Lasst uns doch hier mal. Ja, ich habe die Spielsachen gefunden und jetzt möchte ich auch damit spielen. Ihr seht schon. Gut, ein bisschen eindrehen. Mal ansehen. Ist ein bisschen eingesunken. Okay, ist aber kein Ding. Das kann ja auch einfach sein, dass der untere Container nicht ganz so groß ist wie der obere. Das ist ja kein Ding. So, aber bevor wir jetzt hier den ganzen Bahnhof verschönern, ich möchte es eigentlich ja nur zeigen, aber guck mal, hier haben wir noch Blumen und. Da kann man einen richtig schönen Bahnhofsvorplatz machen. So, jetzt setze ich das aber auch noch, wenn ich jetzt die anderen Sachen schon gemacht habe. Mal hier rein. Versinkt auch ein bisschen. Vielleicht können wir es noch wegnehmen. Das müsste eigentlich gehen. Ich komme wieder nicht ganz ran. Es magt. Es magt. Ich komme genau nicht ran. So geht's. Wenn wir es jetzt wieder hier ausgleichen. Ja, guck mal. Jetzt haben wir doch tatsächlich das Blumenfeld befreit. Unsere gute Tat für heute. Okay, jetzt möchte ich es aber wieder ein bisschen höher haben. Und wieder ein bisschen weniger. Ihr seht, das ist das, was ich meine, mit dass man damit natürlich problemlos den ganzen Tag eigentlich nur damit verbringen kann, das Ganze zu verschönern. Jetzt haben wir hier eine Telefonzelle, ein Gartenbeet und einen Zaun und haben aber doch schon 5 Minuten oder so gebraucht. So, und wir sind immer noch nicht durch. Also hier haben wir auch noch andere Platten. Hier haben wir auch noch einzelne Parkfelder. Ganz krass. Wiese, moderner Platz. Platz bewachsen, wow. Echt, lieber Modder, wow. Denn eben, so viele verschiedene Sachen auf einmal gab es, glaube ich, noch gar nie. Hier sind wieder die Kioske und Co. Genau, hier unten haben wir aber auch noch was. Hier nicht. Hier glaube ich auch nicht, habe ich zwar nicht geguckt. Das sind unsere Ölsachen. Hier haben wir noch die Stellwerke. Hier hatte ich doch, dachte ich, auch noch was gesehen. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Hier haben wir Lampen. Nee, dann habe ich das falsch gesehen. Aber es reicht ja auch mit diesen Sachen hier oben. Gut, die werde ich mit Freude demnächst irgendwo hinstellen. Jetzt haben wir hier schon mal ganz ein kleines Beispiel davon gemacht. Jetzt widmen wir uns aber dem, was wir wollten, nämlich einen Zug kaufen. Nee, die Linie machen. Also neue Linie. Das wäre von hier hinten Öl. Von hier. Ich liebe diese Mod jetzt schon. Damit kann man wirklich Schönbau betreiben. Wow. Also, das würde soweit passen. Das wäre dann Öl. Venusbergspinnerei. Da müsste Venusberg eigentlich reichen. Okay. Zug. Wir kaufen uns langsame Lokomotiven. Wir hätten hier, ich glaube, wir haben, glaube ich, nicht mehr Strom. Ich muss nochmal schnell gucken. Das habe ich, glaube ich, ohne Strom gebaut. Genau. Okay, dann werden wir zu Dieselzügen greifen. Irgendwelche Züge, die, ja, zum Beispiel sowas, 90. Wie viele Züge machen wir? Wir machen mal 3. Oder wir gucken erstmal, ob wir noch andere Lokomotiven finden, die fast besser passen. Die aber halt ein bisschen langsamer sind. Ja, zum Beispiel die hier. V60. Henschel. Die machen alle 60 km/h. 100. Das ist fast schon zu schnell. Die ist doch auch nett. Die Köf. 45. Nee. Das ist doch zu langsam. 60. Ich habe gerade überlegt, die Strecke soll ja doch auch funktionieren. Die ist natürlich hier auch Klassiker.
BR204, 100 km/h, auch fast zu schnell. Ich gehe jetzt doch mal noch alles durch. Die ist auch sehr nett hier mit ihren 60. Und für die Strecke nachher zum Flughafen nehmen wir natürlich wieder was Größeres. Da habe ich eh auch schon was im Visier. Jetzt kommen die hier. Da haben wir noch die Void, die fahren schon auf unserer... Ah, da haben wir den Butler, den haben wir auch schon eingesetzt. Okay, nehmen wir von hier oben. Hier die Void, die fahren auf der Strecke, auf der Schönbaustrecke, auf der Unfreiwilligen. Da den Berg runter, da hinten. Nehmen wir mal so eine. Ich würde sagen drei Züge, jetzt habe ich nicht gespeichert, aber... okay, nein, ich speichere nicht. Doch, ich speichere. Ist immer besser, definitiv. Geht ja auch schnell. Dann weiß ich wenigstens, wo ich war. So, der ist speichert. Und dann nehmen wir noch, ja, wir gucken, wir scrollen jetzt wieder rauf. Sobald es gespeichert hat. Na, bitte, 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 bitte. Dankeschön. Was haben wir jetzt hier für ein Tempo? Das weiß ich schon nicht mehr. 80, okay. Also wir können eigentlich auch 60 machen. Es wäre aber natürlich passend, wenn diese anderen Lokomotiven auch diese 80 hätten. Dann kriegen wir hier keinen Stau. Da, V90 Blue. Wir machen sie mal rückwärts, dann haben wir ein bisschen Abwechslung. Macht auch 80 und funktioniert ebenso. Sehr schön. Da haben wir nochmal 80. Die V90. 60. 100. 100. 45. 60. Ja, so lernen wir wenigstens die Lokomotiven alle mal kennen, die wir haben. Hier hätten wir noch 90. 90 würde eigentlich auch gehen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt doch 3x 80. Irgendwo war doch noch eine, die 80 gemacht hat. Wo war die denn jetzt? 60. Die ist natürlich viel schneller. 100. Hier die. Haben wir die hier schon? Ne, das ist eine andere. Ja, wir nehmen die. Gut, gekauft. Dann haben wir 3 Lokomotiven. Dann brauchen wir die Wagen dafür. Kesselwagen natürlich. Da müssen wir noch umstellen. Die brauchen auch kein Tempo. Die müssen nicht die 200 km/h machen. Güter, 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 Güter. Nehmen wir die hier unten. Da ist Öl voreingestellt. Da müssen wir nichts mehr machen. Bei dem genau nicht. Irgendwo hier unten. Ah, ist auch nichts eingestellt. Wo sind sie denn, die Kesselwagen? Da kommen noch welche. Hier haben wir welche. Einheitsleichtkesselwagen. Die machen genau die 80 km/h. Okay. Nehmen wir mal. Mit Öl funktioniert ja. Ich hoffe, die funktionieren auch spieltechnisch. Sie funktionieren. So, nehmen wir einfach mal wild durcheinander. Dann nehmen wir natürlich noch solche. Und die verschieben wir dann oben einfach auch wieder rum. Da brauchen wir aufs Tempo nicht wirklich achten. Wichtig ist primär, dass sie Öl transportieren können. So, nein, nicht löschen, aber egal. So, auch mal rauf, rauf. Dann stellen wir das mal so zusammen. Hier mache ich noch zu. Das stört mich schon die ganze Zeit. Ich denke nur nicht dran. Kaufen. Kaufen. Vielleicht nochmal so kleine. 2 Stück. Dann gehen wir hier mal runter. Gehen nochmal runter. Dann hätten wir hier etwa gleich viel. Dann brauchen wir hier oben noch welche. Allzu lang mache ich die nicht. Ich weiß, viele von euch warten auf lange Güterzüge, die kommen. Das habe ich aber mal erklärt. Das machen wir, sobald wir hier alles so weit haben, dass es funktioniert. Dann kommen wir in den Bereich Schönbau. Schönbau steht dann stellvertretend für eben nicht nutzbar, sozusagen. Also macht keinen Sinn, sieht einfach gut aus. Und dann machen wir Güterzüge ganz lange wieder quer über die Map, so wie wir es in der ersten Staffel gemacht haben. Das ist eigentlich keine Frage. Die Frage ist eher, wann. Aber wir müssen ja nicht stressen. Wir sind nicht in Eile. Ja, haben wir soweit. Lassen wir die doch mal fahren. Das wäre dann Öl. Venusberg. Okay. Da hätten wir uns eigentlich den Strom da hinten beim Depot auch sparen können. Ist klar. Aber, mein Gott, es schadet ja nicht. So, jetzt möchte ich die Züge aber sehen. Und ich möchte dann natürlich noch weiter an der Strecke rumbauen, damit wir hier die Güter, die dann hier ankommen, auch weiter
kriegen. So, Güterzüge sind halt schon auch was Feines, denke ich mir immer wieder. Und wir kommen ja dann demnächst zum Schnellzug oder zu den Schnellzügen. Dann haben wir auch wieder Personenzüge. Okay, das war mal Kollege Nummer 1. Finde ich eigentlich ganz nett hier mit den verschiedenen Wagen. Es wurde zwar mal in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht mal wieder einen Zug machen kann mit gleichen Wagen. Ja, kann ich eben, aber dann kommen wieder welche und sagen, das ist nicht realistisch, nicht schön. Mach doch verschiedene Wagen. Wenn ich verschiedene Wagen mache, dann möchte man eben lauter gleiche. Wir werden das abwechseln, wie wir es eigentlich immer machen. Aber ich kann schon mal wieder einen Güterzug machen, natürlich. Der nur mit einheitlichen Wagen rumfährt. So. Sehr schön. Gemütlich. Aber sinnvoll. Gut, wie sieht dein Kollege aus? Da kommt er. Reverse. Sehr nett. Gefällt mir auch sehr gut. Das Geräusch ist halt schon nett. Den hatten wir schon mal. Den kenne ich noch hier. Schlangenleder. Das ist nicht ein indianischer Häuptling, sondern das ist meine Bezeichnung für diesen Wagen. Okay, kann der schon fahren? Der andere ist eigentlich schon da hinten. Das heißt, der könnte schon wieder losdüsen. Macht er auch. Cool. Ich denke, das gibt eh einen netten Bahnhof. So, mit den Zügen, die sonst noch durchfahren. Oh, aber jetzt lassen wir laufen und die können hier noch gar nicht fahren. Doch, die können eigentlich fahren. Warum tun sie es denn nicht? Da müsste doch eigentlich schon lange ein Zug gekommen sein. Die haben wahrscheinlich wieder gedreht. Bin ich fast sicher. Das gucken wir uns gleich mal an, sobald hier die Güterzüge durch sind. Und das ist noch der letzte. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Rayon. Ist einfach bezaubernd. Anders kann ich es nicht sagen. Gut, jetzt müssen wir aber apropos bezaubernd mal gucken, was hier unsere Flughafenlinie macht. Irgendwas macht sie falsch, denn die bewegt sich nicht mehr. Doch, da kommt der TEE. Hier ist dann doch mit der Performance schon ein bisschen kritischer, stelle ich gerade fest. Ja, der fährt, also dem taugt das so. Das ist aber eigentlich nicht der einzige Zug, der hier verkehrt. Stecken die anderen irgendwo hier hinten fest. Dampflok. Ist halt eine lange Strecke. Aber so lang ist sie eigentlich nicht. Wo sind denn die Züge? Heiliges bisschen. Sind die, die stecken doch irgendwo fest. Ne, da kommt einer. Ein weiterer. Das ist der Tränenfieberzug. Ja, es ist halt eine lange Strecke eben. Hier hinten, die geht ja da noch weiter. Was haben wir hier für einen Zug? Nochmal den. Hä? Haben wir den zweimal? War das der gleiche? Fragen über Fragen. Wir gucken nochmal. Das ist zumindest sehr ähnlich. Es ist halt ein Tränenfieberzug, sagen wir es mal so. Ja, gut. Die bewegen sich. Also das ist kein Problem. Das ist einfach eine relativ lange Strecke. Und hier hinten kommt der erste Zug an. Der hat aber noch nichts dabei. Das kann nicht sein. Die Ölproduktion, die wird erst laufen, sobald wir da vorne auch Güter abliefern. Wobei, ah, guck mal. Doch, doch, der hat schon Öl. Das klappt also schon, aber so richtig anlaufen wird das erst, wenn wir hier vorne die Güterstrecke noch fertig haben. Eigentlich auch ein schönes Bild. So über die Brücke rüber, mit dem schönen Wasser unten. Gut, wir bauen weiter. Ah, da kommt der TEE. Der rauscht wieder durch. Immerhin mit 100 km/h. Okay, das würde ich sagen, reicht. Also, wir machen mal Pause jetzt. Überlegen wir uns nochmal schnell, wie machen wir das? Wenn wir von hier Güter transportieren wollen, nach hier hinten, zum Flughafen. Und zwar in diesen Güterbahnhof hier. Hier rein. Am besten, ja, irgendwie entweder mit einer Brücke hier rüber. Dann müssten wir hier aber auch nochmal irgendwie rüber. Oder hier in die Gleise rein und die Weichen nutzen. Wir haben das eigentlich so konstruiert, dass man hier fast überall rüberkommt. Fast überall zumindest.
Die schönere Lösung wäre halt schon, wenn wir hier irgendwie mit einer Brücke rübergehen. Aber was machen wir dann hier? Hier haben wir nochmal Gleis. Eine Brücke und dann in den Tunnel rein. Und dann hier unten durch. Und dann hier wieder anschließen. Und dann vielleicht nicht durchs Tunnel durch, sondern durch die Stadt durch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aus welcher Richtung baut man das denn jetzt am besten? Wahrscheinlich schon aus der anderen. Denn das hier ist, glaube ich, das kleinere Problem. Wir werden hier hinten wahrscheinlich eher... Aber irgendwie, es ruckelt, stelle ich gerade fest. Sag mal, mein liebes Venusberg, möchtest du tatsächlich Weißwasser 2.0 werden? Das ist schon, ja, es hat einfach wieder viele Sachen hier. Die ganzen Mods, die ganzen Bahnhöfe. Es ist ja nicht, dass es eine Diashow wäre. Das schon nicht, aber man merkt richtig, es hakelt ein bisschen. Aber gut, dann hakelt es jetzt halt ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht hakeln und auch nicht enthakeln. Ich möchte jetzt hier rüber. Wir schauen mal. Wir bauen das jetzt einfach mal. Das machen wir aber mit Strom und Hochgeschwindigkeit. Das sollen dann schon Züge sein mit einem gewissen Tempo. Hier außenrum würde natürlich auch gehen, statt mit der Brücke. Kommen wir hier mit einer Brücke einfach so rüber oder müssen wir da noch was machen? Nein, das geht nicht. Da müssen wir hier tatsächlich noch in die Höhe. Also das geht schon mal nicht. Da müssen wir anders bauen. Wir könnten hier unten durch und hier hinten angliedern. Oder wir könnten hier rein. Bräuchten dann hier noch eine Weiche. Ja, das geht sich nicht mehr aus. Wir kommen nicht mehr rechtzeitig in dieses Gleis rein. Das macht aber nichts, wenn wir jetzt hier so lang gehen und hier unten durch. Ich würde es mal so machen. Oder? Doch mit einer Brücke? Mir gefällt an der Brücke nicht, dass wir hier hinten gleich nochmal Gleis haben. Dass wir hier nochmal rüber müssen oder ja, oder unten rum. Und dann sind wir hier noch zudem auf der falschen Seite sozusagen. Das könnten wir hier oben korrigieren, das ist kein Ding. Ja, ihr seht schon, mir ist dieser Flughafen eben doch relativ wichtig. Ich möchte das so haben, dass mir das dann auch wirklich gefällt. Oder dass uns das dann auch wirklich gefällt. Können wir hier nicht anlegen? Dachte mir, wir bauen jetzt einfach mal. Nee, da ist die Weiche im Weg, okay. Dann gehen wir hier ein bisschen kurvig raus. So nah ran, wie es geht. Das wäre dann so. Gehen hier gerade rüber, zumindest mal bis hier hin. Und ich neige doch wieder zur Brücke. Seht ihr? Einfach mal testen. Ja, das sind zu viele Gleise, das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Nein, da haben wir überall Konflikte. Es würde vielleicht gehen, wenn wir hier mehr Platz hätten, aber lasst es uns so machen, wie wir vorhin wollten. Nämlich, wir gehen hier in die Erde. Oh, jetzt geht es hier wieder ein bisschen aufwärts. Kann das sein? Dass wir hier nicht unter die Erde kommen? Ja, so ganz piano, ganz langsam geht's. Kommen wir unten durch? Doch, das würden wir schaffen. Wir wollen hier aber nach hier hinten. Das geht dann so schon mal nicht. Also, schrittweise bauen. Mal so. Jetzt hier rüber. Und dann gibt es hier eine Kurve. Das wäre dann die Idee. Wir machen hier mal ein modernes Tunnel. Wir könnten hier mal wieder die Röhre machen. schwierig. Qual der Wahl. Einmal mehr. Ach, lasst uns mal das hier nehmen. Okay, gut. Jetzt hier eine Kurve. Das gibt keinen Schnellzug. Das gibt einen Güterzug, aber er darf natürlich trotzdem ein gewisses Tempo haben. Das ist nicht verboten. Der kommt hier noch nicht raus. Okay, wenn wir ein bisschen raufgehen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Aha, da können wir ja maximal wieder rauf. Okay. Wir sind aber nicht irgendwie in der Höhe oder so. Nein, aber wir sind unter Wasser. Guck mal einer an. Also bald unter Wasser. 93. Ja, okay. Und dann hier wieder eine Kurve da rein. Wir machen es mal so. Warum fragt er mich denn jetzt hier nach dem Portal? Habe ich ja angeklickt. Ach so, weil ich es noch nicht bestätigt habe. Okay, wir gehen hier raus. Jetzt hoffe ich, ich habe nicht wieder meinen Bug.
dass wir hier kein Portal haben. Hä? Hier kommen wir raus. Wir haben kein Portal. Hier, jetzt haben wir hier wieder diese... Ach, Herr Jemine. Es ist schon ein Ärger mit diesem Bug. Wenn ich das Tunnel nicht in einem Zug baue, sieht man hier, dann habe ich als Ergebnis eben hier diese Wand. Wenn ich das jetzt so baue, haben wir hier kein Tunnelportal. Und das kann es nicht sein. Deswegen reiße ich das jetzt nochmal ab. Kann ich das irgendwie umgehen? Ja, indem ich es halt in einem Zug baue. Aber das ist ein bisschen schwierig, wenn wir hier den Grad der Kurve ändern wollen. Nochmal gucken. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir den Eingang. Ja, ich muss es nochmal wegnehmen. Das geht so nicht. Einmal zack. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie in einem Schwung durchbringe. So, runter. Bauen. Okay. Weiterziehen. Das würde ja sogar gehen. Wenn wir jetzt hier wieder raufgehen, haben wir da die Ausfahrt. Okay, das würde also klappen. Wir haben gesagt, hier mit diesem Portal gehen wir hier unten durch. Dort kommen wir raus. Hier kämen wir wieder rein. Dann kämen wir da wieder rüber. Ja, kann man so machen, denke ich mir. Wir können hier dazwischen natürlich dann mit den Mods noch was anstellen. Ob hier das zweite Gleis dann noch hingeht? Ja, das weiß ich auch nicht. Das werden wir gleich gucken. Apropos, mal den Innenweg versuchen. Kollision mit dem Gleis da oben. Okay, wenn wir außen rum gehen, dann geht das sogar. Guck mal. Okay, gekauft. Dann haben wir hier schon ein Doppelgleis. Machen wir mal hin. Irgendwie fehlt hier doch noch eine Brücke. Man müsste vielleicht doch irgendwie doch noch eine Brücke machen. Aber jetzt haben wir uns für diesen Weg entschieden. Jetzt machen wir es erstmal so. Gehen hier rein, sobald wir das können. Sehr schön. Und dann mache ich wieder meine Lieblingsweiche. Einmal so und einmal so. Okay, vielleicht kriegen wir irgendwie noch eine Weiche dann doch noch nach hier unten rein, dass wir diese beiden Strecken in irgendeiner Form noch verbinden. Sonst gefällt mir der grüne Teil hier ehrlich gesagt auch nicht. Da müssten wir dann noch was machen mit Gebäuden. Aber das können wir ja. Wir haben ja noch Lagerhallen und Co. Gut, geht's hier lang. Hier kommen wir raus. Dann haben wir hier das äußere Gleis. Gleich mal gucken, welches brauchen wir. Wir gehen hier rüber, haben wir gesagt. Und wollen uns dann diesem Gleis annähern. Und ich würde sagen, wir fahren irgendwo hier durch. Statt durchs Tunnel durch. Dann haben wir den Güterverkehr noch ein bisschen durch die Stadt durch. Mal schauen, ob wir hier überhaupt rüberkommen. Ja, das geht. Was macht die Straße? Ein Huckel oder ein... Gar nichts. Die Straße macht gar nichts. Okay, dann... dann nehmen wir das so, wenn die Straße das okay findet. Aber lasst uns hier doch mal ganz frech ausnahmsweise mal unbeschrankt machen. Nur mit Lampen. Denn wir sind hier auf dem Land. Also, wir sind vor der Stadt. Eigentlich sind wir in der Nähe vom Flughafen. Ihr seht gerade, ich führe meinen Gedanken selber ad absurdum, aber wir machen das jetzt mal so. Das kann man immer noch ändern. Aber warum nicht auch mal einen Unbeschrankten nehmen? Wir haben sonst immer nur die Beschrankten. Okay, wo bauen wir das Gleis? Hier hinten. Da hätten wir glatt 300, wenn wir denn so einen Zug hätten. Haben wir aber nicht. Werden wir nicht haben. Okay, das ist irgendwie nett. Jetzt mal schauen. Hier anschließen zum Beispiel. Würde ich nicht, sondern ich würde das Ganze... Genau, das wäre eine Idee. Aber wir kommen hier nicht... So kommen wir nicht am Tunnel vorbei. So kämen wir ins Tunnel rein. Das würde zwar noch relativ cool aussehen. Findet ihr nicht? Vielleicht mit dem einen Gleis durchs Tunnel und mit dem Rückwärtsgleis. Das wäre doch eine Idee. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Das haben wir auch noch nicht wirklich. Genau. Dieses Gleis kommt hier durch. Dann fährt der Zug hier lang. Wir machen das jetzt mal fertig. Ich hoffe, es ist das richtige Gleis. Werden wir feststellen.
anlegen. Und hier rein. Und jetzt mit diesem Gleis gehen wir da hinten durch die Stadt durch. Also nicht durch die Stadt durch, das ist falsch. Aber hier rüber machen wir eine andere Variante. So, hier mal rein. Und jetzt halt. Jetzt hier schon mal, vielleicht hier schon mal. Oder sollen wir noch anlegen und dann rausgehen? Dann haben wir hier so einen Schlenker drin, das möchte ich nicht. Nein, wir gehen früher raus. Also, so eine Abkürzung machen sozusagen. Gehen hier Richtung Stadt. Und jetzt müssen wir hier in der Stadt gucken. Es wäre zwar noch schöner, wenn wir das hier durch hätten. Können wir das auch machen? Das können wir eigentlich auch machen. Moment. Das ist ja doch relativ schnell korrigiert. Dann gehen wir hier noch ein Stück mit. Machen die Kurve erst jetzt. Und legen aber hier nicht an. Wenn es irgendwie möglich ist. Er möchte trotzdem. Er möchte anlegen. Ich muss es mal testen. Ja, doch. Das würde gehen. Okay. Das ist doch irgendwie eigentlich nett. Hier oben fährt er zurück. Hier unten fährt er ins Tunnel rein. Mal gucken, ob das oben geht. Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt alles verbunden hier? Doch, soweit passt das. Gut, wie kommen wir jetzt hier durch Städtchen durch? Indem wir halt wahrscheinlich das eine oder andere Haus opfern müssen. Ich möchte einfach einen Tunnel verhindern. Die Straße werden wir da auch abreißen müssen. Also das erste, was mal weg muss, ist dieses Haus und die Straße. Das bauen sie ja wieder. Deswegen ist es dann natürlich trotzdem durch die Stadt durch im Prinzip. Auch wenn wir jetzt zuerst mal für den Bau hier einiges opfern müssen. Das war mir klar. Aber das müsste so eigentlich schon gehen. Genau. Was macht da die Straße? Wieder so eine Grube. Okay. Hier machen wir aber Ampeln. Die Grube ist angenommen. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach hier. Ne, wir müssen es davon abhängig machen, wie wir dann hier unten wieder reinkommen. So geht es schon mal nicht. Das heißt, wir bauen das möglichst nah hier ran. Das wäre so. Und ziehen sie jetzt wieder hier rein. Okay, da haben wir sogar 300 km/h. Das passt auch. Gut, finde ich gar nicht schlecht. Ist jetzt nicht irgendwie der Wahnsinn schlechthin, aber das ist doch ganz nett. Wenn wir hier noch Straßen machen, dann bauen sie hier noch Häuser hin. Und dann haben wir mal was anderes. Statt einfach, dass es stur durchs Tunnel durchgeht oder stur oben rum, geht es jetzt halt mal stur oben rum und durchs Tunnel. Gut, passt auch. Was hier noch fehlt, ganz klar, die Möglichkeit des Gleiswechsels. Aha, habe ich da wieder nicht angelegt. Tatsächlich. Nehmen wir es nochmal schnell weg. Legen das hier noch kurz an. So, jetzt müsste es eigentlich. Jetzt müsste es eigentlich passen. Denkste. Irgendwas ist immer noch nicht ideal. Aha, jetzt geht's. Das muss aber ein bisschen weiter vorne auch gehen. Nicht möglich. Ja, hier ist es immer noch nicht angelegt. Okay, dann machen wir es eben doch. Ein bisschen weiter hinten geht es auch nicht. Dann machen wir es eben doch hier. Da, wo es geht, machen wir es. Okay. Muss ein bisschen bremsen. Das ist kein Unglück. Dann machen wir die Signale. Dann nehmen wir mal wieder. Ne, nicht mal wieder. Wir nehmen mal was anderes nochmal. Hier mal so eins zum Beispiel. Das wäre dann hier. Da können wir bald, von der Länge her, könnten wir hier eigentlich auch schon eines hinmachen. Machen wir mal. Dann Blocksignale. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Züge werden. Ja, nicht ellenlang, würde ich behaupten. Da könnten wir relativ gut. Ne, dann haben wir es da im Tunnel drin. Das ist keine gute Idee. Wir machen mal hier eins. Und hier eins. Dann machen wir hier oben eins. Und hier vor der Brücke. In diese Fahrtrichtung. Okay. Und hier vorne können wir sie im Prinzip wieder kombinieren. Wir machen da auch nicht viele Züge. Deswegen machen wir hier
noch eins und hier vorne noch eins. Dann wären wir ja eh schon im Bahnhofsbereich. Langsam, das würde ich so mal lassen. Dann kommen hier aber noch welche hin. Wobei, da passen eigentlich noch welche hin. Moment mal, hier einmal vor dem Tunnel. Dann haben wir dieses lange Tunnel und hier hinten haben wir welche. Doch, das lassen wir so stehen. Gut, hätten wir das. Dann würde ich sagen, das schreit nach einer neuen Linie. Werden wir gleich mal einrichten. Neue Linie. Oh, guck mal, sogar mal ausnahmsweise mal eine vernünftige Farbe. Das ist ja dann doch eher überraschend. So, Venusberg Spinnerei West. Hier einmal durch den Hügel durch zum Flughafen hierhin. Okay, das wurde schon mal bestens angenommen. Ja, ob er jetzt unbedingt dieses Gleis nehmen muss oder nicht besser dieses, ist eigentlich egal. Da können wir sonst einen Wegpunkt machen. Ich denke, für den Moment ist es egal. Das können wir später sonst natürlich immer noch ändern. Das ist kein Ding, aber beschriften können wir es noch, denn das sind jetzt Güter. Eigentlich Flughafen-Umschlagplatz. Flughafen. Ob das funktioniert, ob es nicht wieder zu lang ist? Tja, Umschlag. Platz. Umschlag. Puh. Okay, lassen wir mal so. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Also eben, die Idee ist ja, dass die Güter hier hinkommen und mit dem Güterzug dann da mal zumindest nach Ransweiler fahren. Wir werden sehen, ob das geht von der Länge her. Es müsste. Ich denke, das ist jetzt hier nicht eine ewig lange Strecke. Das wird so doch klappen. Wir lassen mal laufen. Ich möchte mal gucken, ob hier schon was... Ja, ein Öl. Okay. Das ist doch schon mal schön. Hier hinten könnten wir den Zug kaufen, wenn wir... Hier kriegen wir keine Weiche hin. Wenn wir hier noch eine Weiche machen würden, dann... Nee, wir machen es anders. Wir machen hier ein zusätzliches Depot. Das stellen wir noch schnell hin. So, das dürfen die alten Gleise sein. Ich würde mal sagen, das ist keine große Sache. Möchte ich das aber natürlich halbwegs angelegt haben. Wenigstens halbwegs. Ja, das geht nicht. Okay, dann ziehen wir es. Ich wollte es eigentlich den Bahnhof entlang ziehen. Das müssen wir anders machen, damit das funktioniert. Und zwar... Wo war das Gleis? Hier. Und zwar so... Ich glaube, das ging so, wenn ich es jetzt noch genau wüsste. Und jetzt hier hinten. Na, nicht ein Brückenpfeiler. Nein, 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 nein. Jetzt kommen wir hier in Gefilde, die ich so gar nicht wollte. Ich möchte hier eigentlich einfach raus. Geht auch nicht. Wie ging das denn gleich nochmal? Man konnte doch, wenn man hier ein Stück hinsetzt und hier ein Stück, wenn man es dann verbindet, dann wird es angelegt. Das geht jetzt hier vielleicht nicht, weil hier genau der Hügel im Weg ist. Das kann natürlich sein. Ist auch kein Drama. Ich möchte ja nur ein Depot haben. Okay, wir lassen es. Denn eben, wir möchten ja eigentlich nur ein Depot haben. Jetzt ist hier die Krümmung zu groß. Ja, glaubt man denn sowas? Also, diesen hier nach hier. Halbwegs parallel. Wenn das machbar ist, was es nicht ist. Okay, dann müssen wir hier raus. Dann gehen wir hier raus. Dann machen wir das anders. Wir stellen das Depot hier hin. Aber irgendwie in Fahrtrichtung muss es sein. Depot. Vielleicht mal nochmal den langen Kollegen hier. Okay, da haben sie wieder ordentlich zugeschlagen. Ihr wisst, was folgt. Eine kleine Reparatur. Dass es eben nicht abgeschnitten aussieht. Das ist immer wieder... Das Gleiche. Hurra! Das Gleiche, dass das halt einfach nicht schön ist. Und man kann es doch nicht unbedingt sehr gut reparieren, stelle ich jeweils fest. Hier geht's. Okay. Da hinten geht's nicht wirklich. Da könnten wir auch eine Straße rübersetzen. Das würde dann auch gehen. Ah, jetzt geht's ein bisschen. Okay, schon ist es nicht mehr so abgeschnitten. Hier wird es auch noch so hingebastelt und schon passt das, denke ich. Das ist gar nicht übel.
Okay, dann kommen die auch. Doch, die kommen hier aufs richtige Gleis, genau wie das sein soll. Gut, das machen wir aber, ihr ahnt es, in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Dann gehen wir da noch weiter nach, wie hieß es, Ranzweiler? Ranzweiler, genau. Mal gucken, ob die da Güter kriegen oder nur leere Waggons. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.